Hier auf unserem YouTube-Kanal haben wir euch schon zahlreiche Lohnunternehmen vorgestellt. Diese neue Videoreihe widmen wir dem Agrarservice Marten und Theune. Die Chefs Christoph und Torben haben in den letzten 14 Jahren einen florierenden Betrieb aufgebaut, der mittlerweile von zwei Standorten in West- und Ostdeutschland operiert und einige Großmaschinen im Fuhrpark hat. Mit uns bekommt ihr einen Blick hinter die Kulissen. Wir beginnen diese Geschichte an der Heimatbasis von Marten und Theune in Löhne in Nordrhein-Westfalen. Hier hat man die Hallen und Büros eines ehemaligen Landmaschinenhändlers bezogen. Der Lohnunternehmer beschäftigt mittlerweile 48 Mitarbeiter, dazu viele Erntehelfer. Angeboten wird auch die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice und zum Berufskraftfahrer. Zur morgendlichen Routine der Mitarbeiter gehört die Vorbereitung der Landmaschinen für ihre jeweiligen Aufträge. Mitte April laufen viele Feldarbeiten parallel. Ein Kunde bindet dabei besonders viele Kapazitäten. In einem Auftrag zur Komplettbewirtschaftung übernimmt Marten und Theune den Kartoffelanbau von 700 Hektar für einen einzelnen Landwirt. Um innerhalb der Fruchtfolge eines Felds die Kartoffel nur alle 4 bis 5 Jahre zu führen, pachtet der Kunde die Flächen einjährig von anderen Betrieben. Im Frühjahr 2023 galt es somit, insgesamt 80 Felder vorzubereiten und zu bepflanzen. Die Anbauflächen für die Kartoffeln werden meist im Sommer nach der Getreideernte von den Landwirten gepachtet und dann die Stoppelbearbeitung und organische Düngung sowie die Aussaat der Zwischenfrucht vom Team von Marten und Theune durchgeführt. Im Anschluss beginnt im Frühjahr die Bodenbearbeitung in mehreren Schritten und Arbeitstiefen, wobei auf möglichst geringen Bodendruck geachtet wird. Im nächsten Arbeitsschritt werden Kluten zerkleinert, das Erdreich feinkrümelig vorbereitet und die Dämme gezogen. Hierfür nutzt man 2 8-reihige Dampffräsen. Dieser Arbeitsgang wird getrennt vom eigentlichen Legen durchgeführt, da man somit die Möglichkeit hat, das Arbeitsergebnis bestmöglich einzustellen, ohne dabei die Leistung der Pflanzmaschinen zu beeinträchtigen. Bei Marten und Theune sind mehrere Mitarbeiter speziell für den Kartoffelanbau angestellt worden, denn der gesamte Anbauprozess verlangt viel Erfahrung. Ziel ist es, einen lockeren Dammkörper zwischen 35 und 40 cm zu formen. Die Dämme sind essentiell für die spätere maschinelle Ernte. Außerdem erwärmt sich darin das Erdreich schneller, die Wasserversorgung kann besser kontrolliert werden und das Ertragspotenzial wird bestmöglich ausgeschöpft. Mitarbeiter Eduard ist bereits seit 2016 im Team und vor allem in der Werkstatt und dem Kartoffelanbau tätig. Optimalerweise folgen die Legemaschinen 12 bis 24 Stunden nach den Dampffräsen. Das lässt dem Boden Zeit abzutrocknen, sich zu setzen und zu erwärmen. Im Durchschnitt bringen es die beiden 4-reihigen Legemaschinen zusammen auf 30 Hektar pro Tag. In der Fronthydraulik des Schleppers befindet sich der Tank für die Flüssigbeizung eines Fungizids. Pro Reihe werden 2 Düngebänder abgelegt. Die Nährstoffe werden seitlich und unter dem Pflanzgut in einem Abstand von 5 bis 7 cm platziert. Der Reihenabstand ist auf 75 cm festgelegt, wobei der Abstand des Pflanzguts in der Reihe zwischen 22 und 45 cm je nach Sorte und Knollengewicht variiert. Bei Vermehrungskartoffeln ist er geringer, bei Industrieware entsprechend größer. Vom Kartoffelanbau nun zur Düngung und zunächst einen Blick auf die Anfangstage des Lohnunternehmens. Torben Theune und Christoph Marten haben ihren Betrieb 2009 ohne größere finanzielle Rücklagen gegründet.
Alles begann für die Unternehmer mit dem Brennholzverkauf und einem Sägespaltautomat. Das Erwirtschaftete wurde ausschließlich in den Betrieb investiert und so konnte schon bald ein erster gebrauchter Fendt angeschafft werden. Die beiden Freunde verbrachten selber tausende Stunden auf dem Schlepper, begannen Kontakte zu knüpfen, Kundschaft aufzubauen und sich in den Strohhandel einzuarbeiten. Das war der Schlüssel zur Nährstoffvermittlung für Landwirte in der Region und schließlich die Basis für die Dienstleistung der Gülle- und Gärrestausbringung. Das jährliche Ausbringvolumen liegt mittlerweile bei über 600.000 Kubikmetern. Im Frühjahr 2023 wurden zwei neue Holmaterra-Varianten in Betrieb genommen. Die 652 PS starken Selbstfahrer tragen 21 Kubikmeter fassende Gülletanks von Zunhammer. Bei den Anbaugeräten orientiert sich Marten und Teune an den Kundenwünschen. Viel nachgefragt sind der 6,20 Meter Köckerling Vektor oder die 7 Meter Kurzscheibenegge von Vollmer. Etwa zwei Drittel der genannten jährlichen Ausbringmenge wird über den Standort Neuposserien in Mecklenburg-Vorpommern abgewickelt. Marten und Teune war schon einige Jahre in der Region als Subunternehmer tätig und ist seit 2022 mit einem eigenen Standort dort vertreten. Die großzügigen Gebäude des ehemaligen Kasernengeländes eignen sich ideal als Werkstatt und Maschinenhallen. Die dortigen Mitarbeiter sind überwiegend ortsansässig und wurden mit einem sehenswerten Fuhrpark ausgestattet. Anja ist von Anfang an mit dabei und kümmert sich im Büro neben der Maschinendispo auch um den Kundenkontakt. Seine erste Saison macht dieser Vredo VT7138. Weltweit gibt es vermutlich keinen größeren Selbstfahrer dieser Art. Die 710 PS holt der Gigant aus einem Scania V8 Motor mit 16,4 Litern Hubraum. Alle Achsen sind angetrieben und lenkbar. Die Anschaffungskosten des Fahrzeugs samt Anbaugerät rund 1 Million Euro netto. Alles an dieser Maschine ist XXL. Die Verdrängerpumpe von Vogelsang leistet 12.000 Liter pro Minute und sorgt für kurze Befüllzeiten. Der sogenannte Flex-Tank fasst 32 Kubikmeter. 25 Kubikmeter sind fix und 7 Kubikmeter werden durch das pneumatische Ausklappen der Erweiterungseinheit erreicht. So kann der Selbstfahrer auch mit einem geklappten 36 Meter Gestänge auf 3,49 Meter Außenbreite gehalten werden und überschreitet die 4 Meter Fahrzeughöhe auf der Straße nicht. Bevor wir uns den zweiten Vredo anschauen, werfen wir noch einen Blick auf dieses Gespann. Um den Kunden alle Ausbringmöglichkeiten anzubieten, setzt Marten und Teune auch auf gezogene Technik. Der Fendt 1050 Vario wurde ebenfalls zur Saison 2023 neu angeschafft. Jarek ist Stammfahrer dieses Gespanns. Er ist aus Polen nach Deutschland gezogen und liebt die Arbeit im Lohnunternehmen. Angebaut ist am 31 Kubikmeter Samson-Fass ein 36 Meter Schleppschlauchgestänge. Für die direkte Einarbeitung der Gülle oder Gärreste werden die Vredos bevorzugt eingesetzt. Betrachtet man die Ausbringleistung pro Tag, so liegt das Tridem-Fass nahe dran an den Vredos. Vorteil des 1050 ist jedoch, dass der Traktor auch für das Maisschieben eingeplant ist. Die Vredos hingegen punkten in Sachen Befahrbarkeit bei grenzwertigen Bedingungen. So hat das nasse Frühjahr 2023 gezeigt, dass die Selbstfahrer dank ihrer riesigen Bereifung samt Reifendruckregelanlagen bereits einige Wochen früher in den Einsatz starten konnten. Bei der Maisaussaat gibt Marten und Teune Vollgas.
Die Vedastar Tempo V ist für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten konzipiert und sorgt angebaut am wendigen 6R für hohe Flächenleistungen. Abhängig von der Saatbettbereitung sind Fahrgeschwindigkeiten von 17 km/h ohne Einschränkungen bei der Ablagegenauigkeit möglich. Lennart ist extra für diesen Job aus Niedersachsen nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Er hat die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice absolviert. Marten und Theune betreibt drei solcher Einzelkornsämaschinen, die jeweils für rund 1400 Hektar zu bearbeitender Fläche angeschafft wurden. Genauso wie die Gülletechnik läuft auch die Aussaat teilweise im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Hier sehen wir nun den älteren der beiden Vredos. Das Modell VT7028-3 läuft bei Marten und Theune mittlerweile in der vierten Saison. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der ersten Saison beträgt die jährliche Auslastung mittlerweile 1700 Stunden pro Maschine. Damit ist der Selbstfahrer nahe dran an der maximalen Auslastung, die hierzulande überhaupt möglich ist. Für den Service der Vredos, der in der eigenen Werkstatt durchgeführt wird, ist Mitarbeiter Tristan verantwortlich. Er kümmert sich zudem zusammen mit Torben Theune um die Maschinendispo der Vredos. Beide Vredos sind mit Lenksystemen von John Deere ausgerüstet, welche auch die GPS-basierte Teilbreitenschaltung ermöglichen. Viele Schläge sind mittlerweile aufgezeichnet und die Spurlinien optimal vorgeplant. Flächenspezifische Auswertungen können den Landwirten dank des NIR-Sensors übermittelt werden. Mithilfe der Inhaltsstoffmessung lässt sich die Ausbringung auch gezielt auf Basis einer Zielvorgabe für Stickstoff durchführen. Vor allem, wenn aus unterschiedlichen Behältern zugebracht wird, erweist sich das von Vorteil. Mit der Strip-Till-Ausbringung wird der Boden ganz gezielt auf bis zu 30 cm Tiefe nur dort bearbeitet, wo später die Maispflanze wurzelt. Das Gülleband liegt auf 14 cm Tiefe mit einem gewissen Abstand zur avisierten Saatreihe. Die Zubring-Lkw, die in der Regel aus dem eigenen Fuhrpark stammen, bringen 28 Kubikmeter zum Feldrand. Die Differenz zum Tankvolumen der Vredos hat sich logistisch bewährt. Nicht selten werden die Lkw durch feldintern fahrende Tridem-Güllefässer ergänzt, um auf den oftmals riesigen Feldern Mecklenburg-Vorpommerns die kilometerlangen Distanzen noch einmal zu überbrücken. Mit diesen stimmungsvollen Eindrücken endet das erste Video zum Lohnunternehmen Marten und Theune. Wenn ihr euch weiter über das Unternehmen informieren möchtet, dann besucht deren Website oder klickt euch auf deren Facebook- oder Instagram-Page. Dort findet ihr auch weitere Infos zum Job- und Ausbildungsangebot. Hier auf unserem YouTube-Kanal präsentieren wir euch schon bald die Fortsetzung dieser Videoreihe. Eine Fotogalerie findet ihr schon jetzt auf landtechnikvideos.de.